Und ja, Eisen habe ich zum Glück genug. Allerdings ist Honig Mangelware geworden. Hat also so den Anschein, als ob ein Imker nicht ausreichen würde. Um 3 Wirtshäuser zu versorgen. Also sorgen wir für noch ein paar mehr. Erstens dafür, zweitens können wir vielleicht noch dafür sorgen, dass... Obwohl... Dann haben wir halt keinen Erzherzog. Seid auf der Hut! Verstanden! Bleibt wachsam! Beschützt dies! Bleibt wachsam! So, schnell speichern. Nur nicht schnell laden drücken, das wäre eine Katastrophe. So, kriege die Quick Save. Auf euren Befehl. Jawohl. Auf euren Befehl. So. Auf euren Befehl. Angriff! Wie ihr wünscht. Seid gesegnet, ihr und alle, die gegen den Roten Prinzen kämpfen. Wir werden stark sein wie nie zuvor. Alles klar. So. Zum Angriff! Schon unterwegs. Nicht aufgeben! Zum Angriff! Jetzt schießen auch wenigstens alle Katapulte. Auf euren Befehl. Außer du da unten. Du bist eingebaut. Das ist nicht gut. Schon unterwegs. Kämpft weiter. Stürmt los. Kämpft Wobei weiter. Wobei es einfacher ist, einfach eine Mauer einzureißen wahrscheinlich. Unterwegs. So. Vorwärts. Angriff! Kämpft weiter. Wir werden angegriffen. Oh, da greift uns jemand an. Kommt, ich habe da eine bessere Idee. Aufbauen. So, und weiter. Jetzt, bitte.
Sind wir mal nicht so garstig und zerstören lieber das Lagerhaus als die Kirche. Eigentlich sollten wir ja die Burg marschieren und die zerstören. Wir haben die Stadt des Roten Prinzen zerstört. Rossotoris ist gefallen. Die Schreckensherrschaft des Roten Prinzen hat ein Ende. Lasst uns diesen Tag feiern. Rossotoris ist gefallen. Der Rote Prinz ist geschlagen. Unsere Allianz hat gesiegt. Eure Herrschaft und euer Reich sind gefestigt. Ja, da wird der Rote Prinz gerade im Gefängnistransporter abtransportiert. Werden wir auf seinen Ruinen feiern. Neben dem Hackflock. Gut, Endstatistik. Wow, Vegetarierwertung 36%. Gut, dann gucken wir uns jetzt das Endvideo an. Darf ich Eurer Majestät vielleicht einen Handel vorschlagen? In diesen Augen, mein Prinz, ist kein Anzeichen von Gnade. Schweig, Dienerin. Hättest du nicht versagt, wäre ich jetzt nicht hier. Und ihr, so selbstgefällig und erhaben, ihr habt gewonnen. Ihr habt den Roten Prinzen geschlagen. Ihr habt euer Königreich. Doch lasst mich euch sagen, es ist nur ein schaler Sieg. 100 Jahre und euer Reich wird zu Staub zerfallen sein. 200 Jahre und es ist Geschichte. 300 Jahre und ihr werdet vergessen sein. Genießt euren Triumph, mein Herrscher. Aber ich weiß es besser. Man wird euch vergessen. So wahr ich der Rote Prinz bin. Schlechter Verlierer. 600 Jahre später. Welcher Tag ist heute? Heute gedenken wir unseres ersten Königs. Das stimmt. Vor einigen Jahrhunderten bestand unser Land aus vielen verfeindeten Fürstentümern. Doch der erste König und seine Ritter vereinigte sie und er regierte lange und weise. Diese Geschichte kennt doch jeder aus dem Schulunterricht. Ich mag sie, Papa. Ich mag die Geschichte auch, Prinzessin. Oh, schau mal! Ja, 600 Jahre später und unsere Burg steht immer noch. Ja, die Siedler. Aufstieg eines Königreichs. Das war es. Ja. Jetzt laufen die Credits. Schönes Spiel. Ich mag es immer noch. Auch wenn die neueste Version leider einige Bugs hat, die ich nicht mag. Und ich die Wegfindung der Soldaten nicht so schlecht in Erinnerung hatte, wie sie jetzt ist, teilweise. Also meine Soldaten standen ja teilweise wirklich nur rum und haben sich abballern lassen. Oder haben den Gegner einfach nur angeguckt? Aber ja, wir haben uns geschafft, unser Königreich aufzubauen. Haben uns Verbündete gemacht und den Roten Prinzen am Schluss besiegt. Und entgegen seiner Behauptung, dass wir nach 300 Jahren in Vergessenheit geraten werden, wir haben schon mal 600 Jahre überstanden. Jedenfalls unsere Burg in Westholm. Und auch unser Andenken. Das kann jemand wie der Rote Prinz wahrscheinlich nicht von sich behaupten. Ich frage mich aber wirklich, was wir mit denen angestellt haben. Und was für ein Handel er uns vorschlagen wollte. Ja, wahrscheinlich muss einfach belehren,
dass wir so tun können, wie wir wollen. Und trotzdem in Vergessenheit geraten, was nicht der Fall war. Gut, ich lasse jetzt die Credits noch ablaufen. Dann melde ich mich wieder. Ich glaube, da scheint jetzt nichts mehr zu kommen. Also können wir einfach klicken. Und ja, eigentlich beenden. Aber ich habe absichtlich die Credits abgewartet, denn wir sind noch nicht fertig. Noch lange nicht fertig. Wir haben jetzt das Reich vereint. Unsere Feinde besiegt. Unsere Verbündeten gewonnen. Haben im Westen angefangen, haben die Mitte, den Norden, den Süden und den Osten erobert. Aber
Was ist östlich vom Osten? Da geht es dann weiter. Deswegen ist hier noch nicht Ende, sondern wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder im Reich des Ostens. Also bis dann, meine lieben Zuschauer. Hi ho und bis gleich.